Guten Tag, hier ist er wieder, der Baumann aus Berlin. Heute mal was ganz Praktisches zur Umsetzung von Hygienerichtlinien. Zumindest gehört das dazu, finde ich. Ja? Ich habe hier was ganz Besonderes mal mitgebracht. Meine Schüler kennen das schon. Das hier ist ein CO2-Messgerät. Ja? Was kann man damit machen? Es ist unheimlich praktisch. Ich packe es aus. Sehe dort drauf eine Zahl, ja, und weiß jetzt, diese 537 bedeutet, ich habe 537 Parts per Million von CO2 in der Luft. Ja, also auf eine Million Luftteilchen kommen 537 CO2-Teilchen. Gut, also das ist jetzt der Messwert aus meiner Satteltasche, aus der Verpackung. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal hier so ein Momentchen stehen. Das wird jetzt gar nicht weiter angefasst. Und warum könnte das jetzt hilfreich sein bei der Umsetzung von Hygienerichtlinien? Ganz einfach, es zeigt die Luftqualität an, die wir in einem Raum haben. Und da ich immer schon leichte MCS-Symptome hatte, das heißt, ich reagiere sehr stark auf Parfüms, Seifen, Waschmittel, also Mist. Ja? Und deswegen habe ich immer schon darauf geachtet, dass die Fenster aufgemacht werden. Aber im Rahmen von Corona müssen wir das ja alles ein bisschen verbindlicher machen und ein bisschen korrekter machen. Und so ein Messgerät gehört dann natürlich mit dazu. Das heißt, wenn in jedem Klassenraum ein CO2-Messgerät da wäre, könnten wir mal sofort sehen, wenn wir die Fenster öffnen müssen und wenn wir sie wieder schließen können. Das hat einen riesen Vorteil. Wir sparen enorm Heizenergie. Das wollen wir ja auch, ne? Damit Greta sich freut. Und damit wir Geld sparen. Und damit wir uns nicht erkälten, weil die Fenster die ganze Zeit offen stehen. Das ist also ein ganz praktisches Hilfsmittel, um einfach mal zu sehen, wie gut ist die Luft hier drin? Wie verdünnt ist sie sozusagen? Das ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Naja, also man könnte jetzt hier so Richtlinien vereinbaren, wie zum Beispiel, sobald der Wert auf 1000 ppm steigt, werden die Fenster geöffnet für 5 Minuten und danach wieder geschlossen. Ja, aber das hängt natürlich davon ab, wie groß der Raum ist, wie gut die Durchlüftung ist, wie schnell der Wert wieder runterkommt. Also würde ich eher vorschlagen, die Fenster werden wieder geschlossen, sobald der Wert unter 700 fällt. Ja, also das wären so ungefähr die praktischen Richtgrößen, die ich dafür ansetzen würde. So, also das ist das eine Hilfsmittel, was man einsetzen kann für die Umsetzung von Hygienerichtlinien. Das nächste wäre das hier. Na gut, also ich kann noch was ergänzen zu dem CO2-Messgerät. Es zeigt also insgesamt die Luftqualität an und das zeigt damit auch an, wie viel Aerosole da gerade in der Luft unterwegs sind. Wenn ich jemanden riechen kann, ne, und das tue ich eigentlich, ja, egal ob der jetzt Körpergeruch hat oder ob der Parfüm drauf hat oder sonst wie was, das ist ein sicherer Indikator dafür, wie sich die Aerosole im Raum ausbreiten. Und solange die Viruslast unter einem gewissen Level bleibt, das heißt so wie hier draußen wahrscheinlich, so an der frischen Luft. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Messwert, ja. Jetzt habe ich hier als Messwert 475 gerade drauf. Solange der Wert unter einem gewissen Level bleibt, ist die Luft frisch. Wenig belastet, dass sie gar nicht belastet ist, ist so gut wie unmöglich. Deswegen kommen ja jetzt auch die Vorschläge, die Klassen zu halbieren und ähnliches. Das hat andere Nachteile, dass wir unsere Schüler weniger beschulen. Okay, aber kommen wir nochmal zu dem Gerät. So etwas könnte man natürlich auch anwenden, um dann mal zu gucken, wie viel CO2 habe ich in der Maske, zumindest sowas ähnliches. Ne? Also wenn ich jetzt hier dieses Gerät ordentlich anhauche, dann ist das eine ziemliche Manipulation. Und der nächste Messwert dürfte eine Katastrophe sein. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Minuten ich diesen Messzyklus hier eingestellt habe. Gucken wir gleich nochmal drauf. Ich werde jetzt erstmal das andere Gerät auspacken, was wir auch brauchen können, um Hygienerichtlinien umzusetzen. Das nächste Gerät ist ein sogenanntes Oximeter. So. Also, das habe ich mir jetzt mal auf den Finger gesetzt und eingeschaltet. Und jetzt läuft hier so der
Puls bei mir. Ja. Ich hoffe, der ist schön regelmäßig. Das war ja zwischendurch mal nicht. Und ich kriege jetzt eine Anzeige von einem Puls von etwa 90. Der ist eigentlich ein bisschen hoch dafür, dass ich hier so wenig tue. Und eine Sauerstoffsättigung von 97%. Das ist okay. Ja? Also alles so über 90, davon werde ich nicht sterben. Aber hiermit können Sie zumindest einen Normalwert feststellen, dass Ihr Gehirn normal mit Sauerstoff versorgt wird und wie Ihr Körper sich wohlfühlt. Und wenn Sie ein Weilchen eine Maske getragen haben, dann können Sie das Oximeter nochmal verwenden, zum Beispiel so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, und dann mal schauen, ob die Sauerstoffsättigung in Ihrem Blut immer noch stimmt. Und alles, was mit Schule zu tun hat, da möchte ich tatsächlich auf keinen einzigen Prozent verzichten. Da möchte ich tatsächlich, dass die volle Sauerstoffsättigung da ist, die wir haben. Hoho. Also, falls jemand zu stark ausatmet in der Nähe eines solchen CO2-Messgeräts, kommt auf 2400 Parts per Million. Ne? Also sehr empfindlich, diese Messgeräte. Und die messen zyklisch immer wieder. Das wäre hinzustellen an einem Platz, wo die Luft besonders schlecht ist im Klassenraum. Und nochmal meine Empfehlung, CO2-Messgerät einkaufen. Oberes Level 1000, ich mache die Fenster auf. Unteres Level 700, ich mache es wieder zu. Okay, dann machen wir zweimal die Fenster auf und zu, aber niemand friert und wir haben einigermaßen frische Luft und wir können gut atmen. So. Das zweite Messgerät, was ich Ihnen gezeigt hatte, nochmal, nennt sich Oximeter und das ist dazu da, um Ihren Puls anzuzeigen und die Sauerstoffsättigung. Und diese Sauerstoffsättigung, das ist der wichtigere Wert. Ja? Also für schulische Zwecke undiskutabel, dass wir da irgendwie 1% weniger haben wollen, setzen Sie sich eine Maske auf, mit der Sie so atmen können, dass diese Prozentzahl sich nicht rührt. Nur bei voller Sauerstoffversorgung des Hirns kann ich auch vernünftig denken. Ja? So, jetzt werden da wieder irgendwelche Leute rumspinnen. Ach, so 2% weniger ist auch okay, kann ich noch genauso gut denken. Also ich würde dann lieber Fernunterricht machen, weil wenn die Leute dann bei offenem Fenster und CO2-Wert von unter 500 vielleicht sogar dort sitzen, dann bin ich doch eher beruhigt. Ja? Also das zur praktischen Umsetzung von Hygienerichtlinien. Das nächste, ich bin hier in der Schule herumgelaufen mit so einem Mund-Nasen-Schutz. Das ist kein Spuckschutz. Es geht auch über die Nase. Es hat ziemlich exakt die gleiche Wirkung wie OP-Masken und darüber hinaus noch einen sehr großen Vorteil. Man kann es nämlich desinfizieren. Man kann es einfach abnehmen. Man kann es quasi stündlich reinigen mit Wasser, mit Desinfektionsmitteln, mit irgendeinem Lappen, den Sie sich mitgebracht haben, der dafür sorgt, dass Sie eben kein Dreck einatmen, wie es zum Beispiel in einer Maske sein könnte, die Sie den ganzen Tag tragen oder vielleicht sogar mehrere Tage, die Sie in der Tasche haben, die unhygienisch auf Tischen rumliegt und wo sich Viren weiter ausbreiten können. Somit also, Umsetzung von Hygienerichtlinien kann man sehr pragmatisch und sehr korrekt machen anhand von technischen Messwerten und indem man sich mal überlegt, welche Wirkung diese Dinge haben. Dieser Mund-Nasen-Schutz schützt sowohl vor der Ausbreitung von Spucke, falls der Lehrer zu laut redet, und es kondensiert auch der Atem daran, ja, der sich sonst im Raum ausbreitet. Aber wie schon gesagt, wenn Sie jemanden riechen können, der sich parfümiert hat, der geraucht hat, der schwitzt, dann ist das mit einer OP-Maske nicht aufzuhalten. Mit einer FFP2-Maske glaube ich auch nicht. Können Sie mal ausprobieren, dann mal gucken, ob Sie immer noch den Parfümierten riechen und den Raucher und den Schwitzer. Ja? Okay, also das waren jetzt drei Vorschläge zur Umsetzung der Hygienerichtlinien, die pragmatisch umsetzbar sind, die nicht viel kosten, die sehr hygienisch sind, die dafür sorgen, dass Sie frische Luft im Klassenraum haben, dass Sie nicht frieren und so weiter und so fort.